So, in diesem Video heute werde ich dir 5 Punkte mitgeben, die mich reich gemacht haben. Und die gebe ich dir nicht zum Spaß mit, weil das sind 5 Punkte, die wirklich eigentlich jeder wohlhabende Mensch, der ein großes Vermögen sich aufgebaut hat, befolgt hat. Und dementsprechend gebe ich dir den Tipp, den Rat, mach unbedingt das Gleiche. Vorausgesetzt, du willst wirklich vermögend und reich werden. In diesem Sinne, hallo, grüß dich, mein Name ist Bastian Huck, professioneller E-Commercer und Print-on-Demand-Coach. Und das heute wird wirklich eine wichtige, wichtige Lesson. Dementsprechend gebe ich dir natürlich den Tipp, schau dieses Video unbedingt wirklich bis zum Ende an. Sei nicht einer von denen, der irgendwie bei der Hälfte abbricht oder so ein Quatsch. Das sind nämlich meistens auch genau die, die im Leben ihre Ziele nicht erreichen. Hier noch 2 Tipps oder 2 kleine Disclaimer, bevor wir auch gleich losstarten. Punkt 1 ist, wenn du in Zukunft auf YouTube mehr genau von solchen Videos sehen möchtest, das heißt das Thema Vermögensaufbau, Reichwerden, E-Commerce, Unternehmertum, finanzielle Freiheit, dann kannst du jetzt hier einfach unter dem Video den Like-Button drücken, denn dann weiß der YouTube-Algorithmus Bescheid. Und wenn du sagst, hey Basti, ich folge dir eigentlich schon so lange auf YouTube, Podcast, Instagram und so weiter und du bist eigentlich schon längst an der Stelle, wo du sagst, ja, ich will mir mein Vermögen aufbauen. Ich habe eigentlich schon längst den Entschluss gefasst und ich will auch irgendwo die Abkürzung haben und nicht mehr 3, 4, 5 Jahre verschwenden, wie ich es vielleicht davor gemacht habe, dann findest du hier unter dem Video den Zugang zu unserer bekannten Masterclass. By the way, wenn du mal Live-Ergebnisse sehen möchtest, was bei uns so abgeht, dann kannst du einfach auf Instagram schauen, denn da poste ich bis jeden zweiten Tag unsere Ergebnisse, auch die Ergebnisse unserer Teilnehmer, damit du das Ganze einfach mal live mitbekommst. So, und jetzt fangen wir einfach mal an. Ich habe dir 5 Punkte versprochen und dementsprechend bekommst du auch 5 Punkte mit. Punkt 1, der Punkt ist so offensichtlich und deswegen mache ich ihn auch am Anfang, aber manche sind einfach nicht besonders intelligent oder naiv oder keine Ahnung was und befolgen diesen Punkt immer noch nicht. Und genau das ist der Grund, warum genau das Menschen sind, die meistens nach 3, 5, teilweise nach 10 Jahren immer noch dort sind, wo sie heute sind. Und ich hatte erst, so krass erzähle ich euch einfach, ich hatte erst vor ein paar Wochen ein Beratungsgespräch mit einem Polizisten. So. Und dieser Polizist war schon über die 50, ich glaube 53 oder 54, hatte einen anderen Kumpel, der auch Polizist war, und der hatte bereits einen Online-Shop. So, und dieser Online-Shop hat ungefähr 30, 25.000 Euro Umsatz im Monat gemacht. Also ist okay, ist jetzt nicht das Krasseste, ist es aber auch kein schlechter und wollte sich das unbedingt auch aufbauen. So, dann hat er sich bei uns beworben und so weiter und so fort. Lange Rede, kurzer Sinn, der hat es nicht gebacken bekommen, einfach mal ein paar tausend Euro in die Hand zu nehmen, um in sich zu investieren und sich das Business aufzubauen. Einer von den ganz Naiven, der irgendwie gedacht hat, ich kann mir das mit 1.000, 2.000 Euro aufbauen, ist natürlich absoluter Quatsch. Die Leute wollen 10.000 Euro oder mehr im Monat verdienen, sind 120.000 Euro oder mehr im ganzen Jahr und denken, das kriegen sie mit 1.500 oder 2.000 Euro hin. Dafür kannst du irgendwie 3, 4 Tage Spa-Urlaub machen, ja, aber da kannst du dir doch kein Business aufbauen, ne? Also ganz wichtig. Und das ist genau der Fehler einfach, den viele machen, und was heißt viele, in dieser Community hier zum Glück nicht mehr, weil hier wirklich intelligente Menschen mit dabei sind. Dementsprechend performen ja auch die Menschen in unserer Masterclass so geil. Aber der Punkt ist, wenn du wirklich reich werden willst, dann ist es ganz normal, es führt auch gar keinen Weg dran vorbei, dass du in dich selber und in Mentoren investierst. Denn was macht dich denn reich? Es macht dich nicht reich, wenn du draußen Stein hacken gehst oder sonst was, sondern du musst ja erstmal wissen, wie das Spiel mit Geld funktioniert. Du musst wissen, wie du dir ein eigenes Unternehmen aufbaust oder in unserem Fall, wie du dir eigene Online-Brands aufbaust, die dir einfach mal jeden Monat mindestens 10.000 Euro einspielen. Weil wenn du das dann hast, dann hast du genug Geld für die Dinge, die dir wirklich Spaß machen, genug Geld, um gleichzeitig in dein Unternehmen zu reinvestieren und genug Geld, um auf der anderen Seite auch Side-Investments wie Immobilien oder sonst was zu machen. Also ganz, ganz wichtig, erstmal zu verstehen, es ist absolut logisch und jeder macht es, auch ich. Ich investiere jedes Jahr einen 5- bis 6-stelligen Betrag in mich selbst. Denn es gibt immer jemanden, der größer, der schneller, der besser ist als du. Und von diesen Menschen kannst du lernen. Es bringt dir nichts, kennst wahrscheinlich das Sprichwort, wenn du in einem Raum bist und du der Klügste und Beste in diesem Raum bist, dann kannst du nicht wachsen, du kannst nicht lernen. Ich freue mich, wenn ich der Dümmste in einem Raum bin und ich nur Leute um mich herum habe, die größer sind, die mehr Geld haben, die erfolgreicher sind und so weiter. Denn von denen kann ich lernen. Aber ich weiß natürlich auch, dass ich da einfach Geld investieren muss. Denn dadurch, dass diese Leute schon so viel Geld haben, haben die überhaupt keinen Anlass, mich irgendwie kostenlos zu unterrichten, weil deren Zeit so wertvoll ist. Und das habe ich zum Glück schon relativ früh verstanden und habe dann eben mit Mentorings begonnen, nachdem ich aber leider Gottes ganz am Anfang den Fehler gemacht hatte, es erstmal allein zu probieren. So, und da waren halt erstmal die ersten 8.000 Euro weg. Und dann habe ich gemerkt, so kann es nicht weitergehen, weil ich verliere Zeit
und ich verliere Geld und so komme ich halt nicht weiter. Und dann habe ich begonnen, in mich zu investieren. Bin damals sogar zusätzlich zu meinem Angestelltenjob arbeiten gegangen, um mehr Kapital zu haben. Weil ich wusste, ich will einfach finanziell frei, unabhängig und vermögend sein. Und das ist dieses Leben, was ich heute führe. Und ich bin unfassbar dankbar und stolz darauf. So. Und wenn du dir jetzt zum Beispiel auch unsere Masterclass-Teilnehmer anguckst, dieses System, was wir haben, das duplizieren und replizieren wir. Guck einfach mal auf hookconsulting.de oder auch auf Trustpilot, aber guck dir vor allem auch unsere Erfolgsinterviews auf Hook Consulting an. Das sind Leute dabei, die mittlerweile nach wenigen Monaten komplett selbstständig und unabhängig und finanziell frei sind. Das ist Performance und nicht wie die meisten Coaches da draußen, die irgendwie Werbung machen, yo, wir haben hier einen Kunden, der hat 10.000 Euro Umsatz gemacht nach 10 Monaten. Wow, wir haben Leute dabei, die machen 10.000 Euro Umsatz innerhalb der ersten Wochen und sind nach wenigen Monaten komplett finanziell frei. Das ist Performance. Aber um den ersten Punkt abzukürzen, investiere in dich selbst. Du wirst sonst einfach 0,0 Chance haben, weiterzukommen. Und das ist einfach Fakt. Zweiter Punkt, investiere dein Geld so, dass du wirklich auch das Maximale rausholst. Was meine ich damit? Du kannst natürlich dein Geld irgendwie in Aktien investieren. Und ich habe schon so viele Beispiele auf YouTube gemacht, wo du dann irgendwie 5 oder 6% im Jahr bekommst. Geil, bei 10.000 Euro sind das am Jahresende 500 bis 600 Euro. 25% Kapitalertragssteuer, was du dann praktisch noch abziehen kannst. Dann bist du bei 450 Euro. Das rechnest du mal aufs Jahr runter. Dann bist du irgendwie bei 38 Euro, was du im Monat verdienst. Ja, das sind 3-4 Döner. Geil, mit der Inflation. Also ist gar nichts. Das ist genau ein Krypto. Ist halt hochspekulativ. 3 Jahre lang verdienst du gar nichts, verlierst 90%. Dann hast du ein Jahr mal den Bullenmarkt, machst spekulativ ein paar Gewinne. Aber es bringt dir doch keine Unabhängigkeit, keine Freiheit, keine Sicherheit. Das, was dir immer das meiste Geld bringt, und zwar mit Abstand, ist einfach ein eigenes Unternehmen. Guck mal, bei Bitcoin, wenn dann Leute auf diesen Zug aufspringen, dann freuen sie sich, wenn er sich plötzlich mal verdoppelt oder verdreifacht. Okay, sind 200-300%. Wenn ich jetzt 10.000 Euro in die Hand nehme und mir ein eigenes Unternehmen aufbaue und damit langfristig jeden Monat 10.000 Euro Minimum mache, dann habe ich aufs Jahr gesehen 120.000 Euro und das habe ich aus 10.000 Euro gemacht. Also was ist das? Eine Rendite von 1.100%, glaube ich, wenn ich es jetzt richtig gerechnet habe. Das heißt, mit einem eigenen Unternehmen machst du mehrere 1.000%, während andere 5-6% am Aktienmarkt machen oder vielleicht mal kurzzeitig 100% mit irgendeiner Spekulation machen. Wir machen dauerhaft mehrere 1.000%. Deswegen investiert dein Geld immer so, wo du wirklich das meiste rausbekommst und das ist de facto einfach immer nur ein eigenes Unternehmen und meiner Meinung nach geht es mit keinem Geschäftsmodell so schnell wie mit dem eigenen Onlineshop. Weil hier kann ich innerhalb von 24 bis 48 Stunden, indem ich einfach Werbeanzeigen auf meine Produkte schalte, natürlich muss ich erstmal gelernt haben, welche Produkte sich extrem gut verkaufen, aber innerhalb von so kurzer Zeit kann ich einfach Einkommen und Geld generieren. Und das ist keine Story, sondern das ist einfach die Realität, was wir jeden Tag hier machen. Dritter Punkt. Es gibt nur eine einzige Möglichkeit, wie du überhaupt reich werden kannst. Und das ist auch genau der Grund, warum es so wenig Reiche hier auf der Welt gibt. Und zwar, das ist der Punkt, du musst fähig sein, erstmal Entscheidungen zu treffen. Ich sehe es immer wieder in Beratungsgesprächen, Leute, die sich für unsere bekannte Masterclass bewerben, die im Angestelltenverhältnis feststecken, was erstmal okay ist, da war ich damals auch, aber die teilweise schon seit 3 oder 5 Jahren wissen, scheiße, ich will was verändern, ich weiß, dass ich irgendwie zu wenig verdiene, ich habe keine Lust mehr, Montag bis Freitag aufzustehen, früh morgens, um dann spät abends irgendwie zurückzukommen, gar keine Zeit für meine Familie, für mich, für die Dinge zu haben, die mir wirklich wichtig sind. Für Urlaube habe ich eigentlich auch zu wenig Zeit und eigentlich reicht mir das Geld auch nicht für die Ausflüge oder die Urlaubsziele, die ich eigentlich wirklich machen möchte. Und viele, ist ja auch ganz normal, wollen einfach mal auf die Malediven. Die wollen in die USA, die wollen nach Thailand, die wollen keine Ahnung was. Einfach mal einen richtig schönen Urlaub, wo es einfach mal egal ist, ob der mich jetzt 10 oder 20.000 Euro kostet. Und wenn du es aber nicht schaffst, mal eine Entscheidung zu fällen, in dich zu investieren und diesen Schritt aus der Komfortzone rauszugehen, und die ganze Zeit Entscheidungen aufschiebst, ja, dann bist du genau einer von den Menschen, von denen ich dir jetzt gerade erzählt habe, die schon seit 3 oder 5 Jahren wissen, scheiße, ich will was verändern und sich dann wundern, dass sie nach 5 Jahren immer noch genau dastehen, wo sie schon vor 5 Jahren gestanden sind. Und rate, was passiert? Nach 5 Jahren werden sie noch genau dastehen, wo sie heute stehen. Und das werden sie auch nach 20 Jahren. Und das werden sie so lange machen, bis sie irgendwann mit 67 in die Rente gehen und dann merken, scheiße, ich habe mein ganzes Leben für jemand anderen gearbeitet. Ich habe keine Zeit für meine Familie gehabt, ich habe keine Zeit für mich gehabt und das, obwohl ich ja nicht mal gutes Geld verdient habe, mein Leben nicht genießen konnte und irgendwann geht dann der Sargdeckel zu und du hast gemerkt, du hast nur gearbeitet für wenig Geld, keine Zeit, keine Freiheiten, keine Unabhängigkeit gehabt und das nur, weil du nicht fähig warst,
Entscheidungen zu treffen und einfach mal ein paar tausend Euro in dich, in den Mentor, in etwas zu investieren, was dich voranbringt. Und das, obwohl Menschen Geld für Reisen ausgeben, teure Fernseher, Autos und so weiter, alles, was sie Geld kostet, meistens geben sie Geld aus, was sie nicht mal haben, was sie sich von der Bank holen und wundern sich dann, dass sie in der absoluten Abwärtsspirale sind. Und sind dann aber meistens neidisch, wenn sie unsere ganzen Masterclass-Teilnehmer sehen. Guck gerne jetzt auch oder später, nach dem Video, auf Instagram und wundere dich dann nicht, wenn du plötzlich Umsätze zwischen 10, 50, 80, 100, 120.000 Euro siehst, aber nicht im Jahr, sondern im Monat. Denn das ist das, was unsere Teilnehmer umsetzen, weil sie einmal gesagt haben, ich treffe eine Entscheidung, ich will meine eigene Online-Brand, ich will vermögend werden, ziehe das Ganze durch mit Bastian Hand in Hand an der Seite 1:1 und ich gebe jetzt einfach mal Gas. Das ist der Punkt. Das unterscheidet Reiche von nicht reichen Menschen. Menschen, die Entscheidungen treffen können und Menschen, die aufgrund dessen, dass sie keine Entscheidung treffen, immer in der gleichen Situation feststecken. Vierter Punkt. Erfolg entsteht im Tun. Du hast so viele Leute, die machen einen riesengroßen Fehler, die sind auf YouTube unterwegs oder auch lesen sich irgendwelche Bücher durch. Ich meine, abgesehen davon, dass du mit kostenlosen YouTube-Videos dir sowieso kein Unternehmen aufbauen kannst, was dir mehrere tausend Euro einbringt, denn wenn du dieses Wissen hast, wie ich, dann gibst du sowas niemals kostenlos auf YouTube raus. Ist ja auch absolut klar. Überleg mal, was du machen würdest, wenn du das Wissen hast, womit du im Monat 10, 20 oder 30.000 Euro verdienen kannst, das heißt im Jahr über eine Viertelmillion oder sogar mehr, wenn du skalierst, würdest du das kostenlos zur Verfügung stellen? Nein. Und wenn du es doch denkst, dann ist es einfach nur naiv und dumm. Und deswegen hast du immer wieder Leute, die aber diese Illusion hinterherrennen und sich noch ein YouTube-Video anschauen, merken eigentlich schon, aber ich komme damit überhaupt nicht voran, können sich diesen Fehler aber nicht eingestehen, lesen dann vielleicht sogar noch Bücher nebenbei und merken, dass sie mit dem ganzen Konsum überhaupt nicht vorankommen. Und das Schlimme dabei ist, dein Gehirn schüttet meistens Glückshormone aus, wenn du denkst, irgendwas getan zu haben, was dich voranbringt, obwohl es dich nicht mal vorangebracht hat. Weil du denkst, ja, ich habe jetzt wieder ein YouTube-Video gesehen, ich habe jetzt wieder mehr Wissen, ich habe was gelesen und so weiter und so fort. Und da schüttet dein Gehirn so ein bisschen eine Belohnung aus, obwohl du de facto einfach nichts geschafft hast. Erfolg entsteht immer nur, wenn du aktiv etwas tust. Wenn du zum Beispiel in dem Mentoring drin bist oder auch wenn du kein Mentoring brauchst, deinen Online-Shop aufbaust, Werbeanzeigen schaltest, Produkte integrierst und dich auf die Money-Making-Activities fokussierst. Denn das ist das Einzige, was dir auch tatsächlich Geld einbringt. Nicht lesen, nicht schauen, nicht hoffen, nicht denken, nicht meditieren, davon passiert alles nichts. Erfolg entsteht immer nur im Tun. Was denkst du, warum die ganzen reichen Menschen alles Macher sind? Kennst du selber die Sprichwörter? Ja, das ist ein richtiger Macher. Der macht einfach, der schiebt voran. Das sind die Leute, die richtig Geld verdienen und nicht die, die zu Hause im kleinen Kämmerlein sitzen, jeden Tag YouTube-Videos anschauen, Bücher lesen und so weiter. Erfolg entsteht im Tun. Fünfter wichtiger Punkt, das Thema Erfolg und Disziplin. Am Ende des Tages haben immer nur die Leute den Erfolg und es haben auch nur die Leute den Erfolg verdient, die einfach diszipliniert ihr Ding durchziehen und die da dranbleiben. Keine Leute, die immer nur kurzfristig denken und sagen, ja, wie kann ich denn innerhalb von 2 bis 3 Wochen Geld verdienen? Natürlich macht das Spaß und auch wir haben Teilnehmer in der Masterclass, die allein im ersten Monat 6, 7, 8.000 Euro Gewinn hatten. Ist alles gar kein Thema, aber wer nicht langfristig denken kann und sich nicht langfristig auf den Markenaufbau fokussiert, langfristig sich ein Vermögen aufzubauen, langfristig sich ein Unternehmen aufzubauen, der wird kurzfristig immer untergehen. Das ist genau das Problem. Genauso wer keine Disziplin hat. Wer nach einmal scheitern, wer nach einmal hinfallen aufgibt, kein Problem. Kann ich dir eine 110% Garantie drauf geben, dass der nach 20 Jahren noch angestellt sein wird. Aber an sich ist es ja gar kein Problem. Überleg mal, als du Kind warst, bist du sehr wahrscheinlich mal irgendwann hingefallen. Okay, hat wahrscheinlich wehgetan. Bist du wieder aufgestanden? Ja. Bist du dann weitergelaufen? Ja. Bist du nochmal irgendwann hingefallen? Sehr wahrscheinlich schon. Bist du wieder aufgestanden und weitergelaufen? Ja, sonst könntest du heute sehr wahrscheinlich nicht laufen. Das heißt, du hast als Kind im Endeffekt schon gelernt, wenn ich an einer Sache dranbleibe, dann werde ich auf jeden Fall auch Erfolg haben. Und das ist ja auch genau der Grund, warum unsere Leute in der Masterclass einfach reihenweise wie am Fließband Ergebnisse produzieren. Weil sie einmal ein System von uns an die Hand bekommen haben, wie sie sich ihre eigene Marke, ihre eigene Brand aufbauen, das langfristig durchziehen. Und genau deswegen haben wir Leute, die heute komplett finanziell frei und selbstständig sind und ihr Leben genießen. Und für dich ist es einfach an der Stelle zu entscheiden, will ich mir selber auch ein Vermögen aufbauen? Will ich selber auch finanziell frei werden?
Will ich was in meinem Leben verändern und das schon längst, dann solltest du all diese 5 Punkte, die ich dir jetzt gerade gesagt habe, befolgen. Treff eine Entscheidung, such dir einen Mentor, investiere dein Geld richtig und zwar in ein Unternehmen, was dir den maximalen Wert bietet. Bleib langfristig dran, baue es dir auf und genieß dein Leben. Und wenn du sagst, ja, das will ich und für mich ist die beste Möglichkeit ein eigener Online-Shop, weil ich damit komplett flexibel und unabhängig bin und damit mir tatsächlich relativ schnell, das ist unfassbar, wenn man sich das wirklich mal anguckt im Vergleich zu früher, wo du lokale Geschäfte eröffnen musstest und so weiter, wie schnell du heutzutage einfach mit einem Online-Shop Geld verdienen kannst, unfassbar. Wenn du sagst, das will ich auch, ich will mir eine eigene Brand aufbauen, ich will das mit Hook Consulting, ich will das mit Basti machen, dann findest du hier unter dem Video den Link zu unserer bekannten Masterclass. Dort kannst du dich für ein persönliches Beratungsgespräch eintragen, dann lernen wir uns im Beratungsgespräch kennen und wenn alles passt, wenn die Chemie stimmt, dann geben wir gemeinsam Gas und bauen das Ganze auch für dich auf. In diesem Sinne, ich freue mich, dich kennenzulernen. Bis zum nächsten Mal. Wenn du irgendwelche Fragen hast, schreib mir gerne auch persönlich auf Instagram. Bis dahin, dein Bastian.